So, in Spanien haben wir, glaube ich, auch relativ verkackt, ja. Da sind wir Letzter geworden, einfach Letzter. So wie schlecht kann man sein? Letzter, die rennen und fangen alle so gut an. Und dann geht man total in den Arsch. So, wie sieht's denn hier aus? Oh, wir haben gar nichts hingekriegt, also einfach gar nichts. Sieht aus, als wäre einer deiner Rivalen auch zu einem historischen Event eingeladen. Das könnte eine gute Chance sein, deine Presse hochzuziehen und deinen Ruf zu fördern. So, dann machen wir die Checkpot-Herausforderung auch, weil ich würde die gerne alle mitnehmen. Deutschland! Mal schauen, was wir machen müssen. Jetzt ist es also soweit. Es herrscht die Ruhe vor dem Sturm und wir warten darauf, dass legendäre Kultrennwagen in diesem Ultramarennen die geladene Fahrer wieder zum Leben erweckt werden. Ich bin natürlich hocherfreut, dass ich hier dabei sein darf und heiße natürlich auch alle Zuschauer daheim aufs Herzlichste willkommen. Nehmen Sie sich eine Tasse Tee oder Kaffee ganz nach Geschmack und machen sich bereit, denn unsere Teilnehmer befinden sich in den letzten Minuten vor dem Start. So, was müssen wir hier tun? Alles klar, die zählen ein 2009er Auto schon als Oldtimer. Hockenheimring, Zeitlimit 50 Sekunden, schlage die Punktzahl von Norris. Ach ja, das ist wieder sowas, wo wir einfach so weit wie möglich fahren müssen. Sehen, also letztes Mal haben wir ihn bei so einer Herausforderung ja easy weggebatzt, also easy. Mal sehen, ob wir das wieder so easy schaffen. Kurve habe ich nicht so doll bekommen. Man kriegt ja auch jedes Mal dann immer weniger Zeit, dass man irgendwann mal fertig wird. Dann knapp über die Hälfte haben wir schon. Auch noch gut 1 Kilometer, das sollten wir schaffen. Ja, das schaffen wir easy, wir haben jetzt noch 25 Sekunden, er hat's ja mal eingepackt. Sehr nice.
Ja, am nächsten werde mal also entweder gar nicht mehr oder nur noch ganz, ganz knapp schaffen, aber ich tippe eher gar nicht mehr. Nee, gar nicht mehr. Doch, wir haben ihn sogar noch geklickt, aber jetzt ist auf jeden Fall Schluss. So, aber wir haben ihn wieder haushoch geschlagen. Easy going. Beides schön Ruf erhöhen. Vor der Presse. Diese Ladebildschirme, die machen mich noch fertig. Wir leben im 21. Jahrhundert und haben immer noch Ladebildschirme. Monaco. Frontantrieb gescheitert. Fickt euch. So, was kostet es mich denn, wenn ich es jetzt nochmal machen will? Immerhin um 250. Wir kommen zu nichts. So, wir checken mal die erste Session in Monaco. Wie wir da trainieren können, müssen, auf jeden Fall. Je nachdem, wie schwer Monaco ist. Ich meine, auf dem letzten Stadtkurs waren wir eigentlich echt gut, bis wir uns dann Flügel abgefahren haben und doch nur, was weiß ich, Achter geworden sind. Und wenn Monaco ganz, ganz, ganz scheiße ist, simuliere ich die Session, bin ich ganz ehrlich. Ja, halt die Klappe. So, wir machen wie immer die Streckenakklimatisierung einfach einmal, um die Runde kennenzulernen. Und ich habe Monaco schon im 2011er so gehasst, weil das ist einfach so eine Kackstrecke. Aber jetzt schauen wir mal, wie es wird. Siehst du, es fängt schon an. Ich bin noch keine 2 Meter gefahren und habe das Auto schon zweimal an die Wand gesetzt. Okay. Zurück zur Garage. Ihr wisst, was jetzt passiert. Es tut mir leid, aber Monaco ist für mich das Schlimmste. So, Zeit beschleunigen. Reparaturarbeiten am Wagen haben uns etwas Zeit gekostet. Hallo Katze. So, da bin ich. Habe ich mir mal die Cam angemacht. Wie, das bleibt einfach stehen, während ich hier die Cam angemacht habe. Also, das ist natürlich typisch
Feuer am Arbeitsplatz, ne? So, ganz klar, hier haben wir jetzt halt natürlich nichts geschafft. Ein toller Tag. Wenn sie das sagt. Wie läuft diese Saison für Sie? Kann sich Ihr Auto mit den anderen messen? Alles fürs Team, alles für McLaren. Ehe und Ruf gesunken. Ich sag, das kann man schon wieder anbringen. Der Dreck. So, und jetzt kommt nämlich die X-Taste ins Spiel. Jawohl. Vize-Qualifying. Kann ich das auch simulieren? Ich glaube. Ich habe echt keinen Bock auf Monaco. So leid es mir tut. Da büße ich die Punkte ein, ganz ehrlich. Oh, konnte mal ein bisschen was sammeln. Hey, bestandene Trainingsprogramme, mehr wie sonst, ne? Ich simuliere jetzt immer, ne? Da. Gab wieder ordentlich was. Drei ungelesene Nachrichten. So, die kommende Session. Viel Glück. Ja, ja. Immer. Wäre es jetzt ein Regenrennen, könnte ich mir sogar vorstellen, dass wir eine Chance haben. Ich kann das Qualifying nicht simulieren. Ich meine doch, man kann Qualifying und Rennen simulieren. Okay, wir machen auf jeden Fall Springen zu. Ich tue mir das nicht an, ganz ehrlich. Mal sehen, was für einen Qualifying-Platz wir kriegen. Die 7 ist angestrebt. Ui, jetzt muss er mal ran. Session simulieren. Ja, wir können simulieren. Und go. Ich weiß, ihr werdet mich dafür jetzt hassen, aber es ist einfach so, es wird simuliert. Wo sind wir gelandet? Nicht das Ergebnis, das der Führende wollte, aber es macht die bevorstehenden Rennen sicherlich. 17. Besser hätte es nicht sein können. Heute zu den Kandidaten für den Fahrer des Tages. Ohne Frage Lewis Hamilton. Er hat heute einige Sätze für ihn. Hier sind wir 6. Konstrukteur 4. Voll zufrieden. Bin voll zufrieden. Weil wäre ich Monaco selber gefahren, wäre ich ausgeschieden oder letzter geworden. Gibt zwar Ärger vom Team, weil ich die Vorgaben nicht erreicht habe, aber was soll's. Schön, dass ich immer nach links gucke, aber ich habe links meinen Bildschirm, obwohl ihr ja hier vorne seid. Das ist eine blöde Gewohnheit. Vielleicht die Kamera doch mal nach links machen. So. Wir führen immer noch gegen Butler, aber nur knapp. Und hier Norris holt gerade auch ganz schön auf. Egal, das machen wir jetzt im nächsten Rennen wieder gut. So, jetzt haben wir wieder mal ein bisschen 10. oder besser. Teamziel immerhin auch erreicht. Was bitte war das für eine Leistung? Wir fahren doch hier nicht Autos unter auf dem Rummel. Deine Ergebnisse zählen, also streng dich lieber an. Viel mehr solcher Rennen können wir uns nicht leisten. Wo? Sieht aus, als würde eine. Die ist angepisst. An einem historischen Event teilnehmen. Die Alte ist angepisst. Kannst du dir vielleicht einen Namen machen?
reduziert das die Wahrscheinlichkeit fehlschlägt, muss sein. Was war denn das? Chassis. Dann kann ich das hier auch einmal entwickeln. 500. Ja, so. Da haben wir ein bisschen was investiert. Jetzt nicht der große Hit. Alles muss erstmal reichen. So, Time Attack. Norris nimmt teil. Überholungsherausforderung. Butler nimmt teil. Das ist wieder ein historisches. Oh, was machen wir jetzt? Schwierig, schwierig. Ich glaube, da Überholungsherausforderung sind wir schon mal gefahren und haben versagt. Ich glaube, wir machen mal Time Attack, weil das kenne ich noch nicht. Kann ich vielleicht auch beides machen? Nee, ich glaube nicht. Brasilien. Fahre gegen die Uhr und beende die vorgegebene Rundenzahl, ehe die Zeit abläuft. Rundenlimit 3. Jo! Erstmal hier um die Kurve gedriftet. Ich meine, Brasilien war damals, 2011er, meine Lieblingsstrecke. Möglich, ja. Verbremst.
So, haben wir es geschafft? Hab jetzt gar nicht so auf die Zeit geachtet. Ob wir ihn halt geschlagen haben, meine ich? Ja, beides. Und 17 Sekunden schneller wie er. Ich glaube, für Formel 1 ist es fast besser, wenn die Kamera hier oben ist, weil sie da weniger im Weg steht. Glückwunsch zu deinem Erfolg beim Einladungsevent. Er mag dir vielleicht in der Meisterschaft nicht helfen, aber er ist definitiv förderlich für deinen Ruf. Dass sie hier immer dieselben Texte haben, ist ja auch ein bisschen langweilig. Hi, kannst du bitte die angegebenen Ziele Zielinfos anschauen? Behalte sie mir Hinterkopf. Ziel werde in den Rennen 11. oder besser, verbleibende Rennwochenende 2. Abschlussbelohnung in Bearbeitung, beste Platzierung. Okay, Wochenvorschau. Prächtig. Prächtig. So, dann gucken wir mal, was in Kanada abgeht. Sollte machbarer sein, auf jeden Fall, wie Monaco. Während dieser Session werden wir zusätzliche Daten aufzeichnen. Macht dir keine Sorgen, dies dient nur der Überprüfung der Teile, ob sie ihren Spezifikationen gerecht werden. Nutze das verbesserte Abtriebpaket um hohe Kurvengeschwindigkeiten. Also muss ich hier das, jetzt das oder das? Ich meine das. Nutze mal das doch einfach mal direkt. Ich drücke immer zu weit. Ja, ich denke mal, das passt. Schnellster Sektor, Spitzengeschwindigkeit, Bestätigung. Fahre 3 durchgehende Schnellrunden. Reihe 5 Kurven. Okay. Ja, dann machen wir als erstes mal wieder die Streckenakklimatisierung, wie immer. Dann gucken mal, wie sich das Auto mit den Einstellungen fährt. Lange gerade, da werden wir Probleme haben. Ja, als ob. Geht's dir gut? Motor aus, Motor aus. Alter, wo bin ich denn da hängen geblieben? Bin doch ganz normal in die Kurve rein. Kanada ist hier eine sehr enge Strecke. Mit sehr vielen DRS-Zonen.
Ah, da ist der Eis verpasst. Ich hab schon wieder gedrückt, aber. Gute Arbeit. Du scheinst die Strecke schon gut im Griff zu haben. Versuchen wir jetzt jede Runde zu perfektionieren. Denk daran, dass du einen Beständigkeitsbonus erhältst, wenn du mehrere Runden hintereinander meisterst. Gute Arbeit. Wir haben in diesem Durchlauf einige exzellente Daten erhalten. Also komm zurück in die Garage. Sehr schön. Alles violett. So, was haben wir denn schon an Teamzielen erreicht? 3-5 Kurven aneinander. Sonst noch nichts. Wenn du Informationen zur Reifenabnutzung oder einem Schaden aufrufen möchtest, drücke die MFA-Taste auf die Multifunktionsanzeige und dann erneut, um zum Reifen- und Schadensbildschirm zu navigieren. Will keiner. So, jetzt schauen wir mal, ob wir hier vielleicht eine schöne Qualifying-Runde kriegen können. Schon mal ein Ziel, ein Teamziel wieder erreicht. Da muss ich mit Rennen so aufpassen, dass ich nicht nur eine Strafe kassiere oder so. So, was fehlt uns noch? Spitzengeschwindigkeit. Schlage die durchschnittliche Temporadargeschwindigkeit. Also, Rennstrategie. Unsere beste Runde bis jetzt liegt bei 1,17,6. Ich probiere das jetzt einfach mal aus, weil ERS haben wir deaktiviert. Also mal gucken, wie das läuft, was ich hier machen muss.
Einstellungen zum IRS-Einsatz werden in der MFA verwaltet. Ich weiß halt nicht, ob das einfach zählt, ne? Na, ich weiß nicht, okay, Programm abgeschlossen. Ist jetzt bestanden oder nicht? Ja, oh, prächtig, ne? Gibt halt nochmal schnell Ressourcenpunkte, wenn ich diese Programme abarbeite. Wir hätten viel mehr entwickeln können, wenn ich die Programme in allen drei Trainingstagen gemacht hätte. Also mal ehrlich, wer hat da Bock drauf? Wenn du Informationen zur Reifen, Bremsen oder Motortemperatur aufrufen möchtest, drücke die MFA-Taste für die Multifunktionsanzeige und dann erneut zur Temperatur. Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Der Kapitän, Hamilton und Charles Leclerc. Wenn das heutige Schwierigkeiten mit dem Grip? Danke für den Kommentar. War das letzte jetzt gut oder schlecht für die Aero-Abteilung? Das ist halt die Frage. Ja, es gab hier halt schon gleich ein paar Punkte mehr, ne? Jetzt ist die Frage. Wie kann ich okay. So, weil ich möchte gerne eigentlich den Motor wechseln. Was heißt denn jetzt ausstehend?
So, ich habe jetzt mal alles, was gelb ist, geändert, dass es wieder halt besser ist, ne? Trainingsgetriebe. Naja, whatever. So, ja, machen wir mal hier Session simulieren. Weiß jetzt nicht, ob das geklappt hat, ob der Motor wirklich ausgetauscht wurde. Aber jetzt gehen wir mal ins Qualifying und machen hier wieder eine Pole, um hier Monaco aufzuholen. Eieiei. Gibt da draußen ein Bestes. So, dann ja, wie viel haben wir wieder? 200, kannst du eh knicken. Ah ja, jetzt ist alles so, wie es aussieht. Genau, alles wieder so mehr oder weniger im das ist schon so hellgrün, aber das ist noch in Ordnung. Getriebe ist jetzt das Hauptgetriebe ausgerüstet. Hauptgetriebe 2. Keine Ahnung. So, machen wir mal ein schönes Qualifying und gucken mal, was abgeht. So, wir gehen direkt raus, solange die Strecke noch frei ist. Ah, fuck, jetzt habe ich nicht auf die... Naja, wir haben gute Zeit damit gefahren, so wie es war. Okay, das war jetzt total der Rotz. Weil ich habe irgendwie mit so einer fliegenden Runde halt gerechnet, ne? Ah, hier mit DRS kriegt er mich halt, das ist keine Frage. Ja, das war knapp. DRS wieder verpasst. Erster oder Zweiter? Auf jeden Fall bin ich zufrieden. Zweiter, ist völlig in Ordnung. Mit dem Ende des Qualifyings werfen wir einen Blick auf unsere Top 3. Hamilton, der Kapitän und Valtteri Bottas. Damit ist das Qualifying beendet, aber seien Sie unbesorgt. Wir kommen zurück mit dem eigentlichen großen Preis. Du hast es doch gesehen, dass die blaue leuchtet. Aber man hat dich nicht gesehen, wenn es dich bewegt. Sieh mal. Preis hat ja richtig frisch gestopft. Ich finde den Tabak halt sowieso scheiße. Er ist richtig kacke. Ja, der ist extrem parfümiert. Vor allem, gesetzt zum Taba, das sind 70 Gramm pro. Im Taba sind 140. Der kostet 3 Euro weniger als der Taba. Ja. Sprich, der Menge von der Taba wären 30 Euro. Ich sehe den anderen, wo ich mal an der Tanke geholt habe, der war ja auch in Ordnung. Der war Preis-Leistungs-Verhältnis wie der Tava.
genug. So, ihn habe ich jetzt schon besiegt in der Rivalität. Bei ihm ne, knapp, aber das schaffen wir auch noch. Oh, gab wieder ein paar Ressourcenpunkte. Ja, wir gucken, ob wir es diesmal auch im Rennen so halten können. Ne? Interessiert doch keinen. Butler auf der 6, die sollen sich schön fighten, dass sie mir vom Leib halten. Du bist weiter vorne im Grid als erwartet. Pass auf, dass du keine Plätze verlierst. Du hast schnelle Autos um dich herum. Ja, ja, ja. So, die Rennstrategie lassen wir auch wieder genau so, wie sie ist. Und starten direkt einfach rein. Let's fetz, ne? Wo sehe ich eigentlich, dass die Drehzahl in Ordnung ist? Keine Ahnung. Als ob er mich einfach so abschiebt. Habt ihr das gesehen? Und ich krieg dann noch hier eine Verwarnung. Als ob, ne? Und mein Flügel in Arsch. Ach, komm. Nee, also bitte. Da schießen die einen in der ersten Kurve so ab. Okay, kein guter Start. Wir müssen wieder auf die richtige Spur kommen. Ja, ach was. So, jetzt heißt es so, Bottas ein bisschen Abstand aufbauen. Und wenn wir es gut anstellen, die anderen noch holen, wenn nicht auch egal. Dritter wäre völlig in Ordnung. Ich darf nicht mehr so viel verlangen wie in den anderen Rennen. Weil das hat uns die letzten zweimal einfach das Genick gebrochen. Nächste Rennrunde.
Vierter, ich dachte, ich bin Dritter. Naja, Vierter wäre auch noch okay. Aber wir kommen da vorne ja ran, das heißt, da können wir vielleicht sicher noch ein Plätzchen holen. Sofern wir es eben nicht vermasseln. Wir haben noch 15 lange Runden vor uns. Irgendwann kommt der Tag, da spiele ich es auf 100% Renndistanz. Ah, dazu brauche ich erst ein Lenkrad, nicht mit dem Controller. Da mache ich auch alle Trainings. So, wir holen aber ganz gut auf Verstappen eigentlich. Ich habe schon wieder die schnellste Runde gefahren. Jetzt habe ich ihn sogar leicht angedatscht, das hat jetzt Zeit gekostet. Und was juckt mich das? Ich will erstmal nur Verstappen holen, dass wir das Treppchen haben. Aber wie gesagt, nicht übertreiben. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Ja, wir haben halt alle DRS. Snacke ich mir den? Sehr schön. Na wie, ich snacke mir gar nichts. Okay, dein Frontflügel ist ziemlich beschädigt und das wird die Leistung beeinflussen. Der beschädigte Frontflügel wird die Performance beeinflussen. Oh ja, ich merk's. Es war diesmal nicht mal meine Schuld, weißt du? Die Runde ziehe ich jetzt noch durch und dann gehe ich in die Box.
schlaue Entscheidung. Ne? Sind jetzt natürlich beide mir am Säckle, ne? Ja, ich muss jetzt in die Box, keine Chance mehr. Deine Rundenzeiten fallen zurück. Komm zur Reparatur an die Box. Box! Box! Fahr jetzt raus. Ein Ferrari da hinten. Damit haben wir unsere Strategie durch. Muss das jetzt auf diesen Reifen bis ins Ziel schaffen. Die Reifen verhalten sich halt schon mal ganz anders wie die anderen. Okay, alles klar. Oh, komm schon, komm schon. Nein, dieser Leck. So, wieder Vierter. Hüll, wie auch immer, Hülli ist vor mir. Den will ich jetzt noch snacken und dann bin ich zufrieden. Ich meine, ich muss nur Siebter werden, also ich kann es auch so zu Ende fahren. Jawohl, er fährt in die Box. Hey, schon wieder, hier leckt es immer. Alles cool, sollte ich ihn kriegen, schnapp ich ihn mir.
Ansonsten bleibe ich gerne auf der 3. So weit ins Gras, das kostet alles Zeit. Wir holen den Wagen vor uns ein, aber vergiss nicht, dass diese Reifen bis zum Schluss durchhalten müssen. Abstand zum Auto vor dir beträgt 2,9 Sekunden. Mittlerweile 9,6 zum dritten, also solange ich jetzt nicht querstelle, denke ich mal, ist dahingehend alles cool. Das war knapp. Abstand zum Auto vor uns beträgt 3,2 Sekunden. Ja, wir haben 1/100 oder 2 verloren. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 28,0 Sekunden. Na jo, fast eine halbe Minute.
mache mir mehr Sorgen um meinen Frontflügel beim Überholen. Ah, fuck da, ich verkackt in der Kurve. Hätten wir richtig nice nahe rankommen können. Das DRS bringt uns halt bei ihm gar nichts, weil er halt einfach so viel schneller ist wie wir. Naja, jetzt bringt es auch nichts. Eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir. Zu, ob du nicht mit DRS vorbeikommst. Ja, was glaubst du, was ich versuche? Hallo Affe, wir haben gerade eine Zeitstrafe erhalten. Das heißt, ich müsste ihn jetzt erstmal überholen und dann noch 3 Sekunden auf ihn rausfahren. Was ich glaube ich nicht pack, weil er halt auch auf den Geraden einfach extrem viel schneller ist wie ich. Ja, am meisten ärgert mich das straffrei, weil mir dadurch Punkte fehlen. Also Entwicklungspunkte. Keine Chance, trotz DRS und er hat keins, fährt er mir gerade davon. Ah, ich bin voll und ganz zufrieden, wir sind dann Dritter. Zweiter wäre nice gewesen, wenn ich die Strafe nicht kassiert hätte, hier an dieser Kackstelle. Hätten wir es auch geschafft, Zweiter, das wäre ultimativ, das hätte Monaco wieder weggemacht. Aber ja, Dritter ist auch okay, ich habe die Teamziele soweit erfüllt, alles was gefordert wurde. Also dahingehend alles cool. Wird bestimmt im DRS-Fenster sein, oder? Jo, wie er angezogen kommt. Ja, als ob ich jetzt noch die Wand streife. Ja, Dritter ist okay. Was denkst du, was hat heute
Bedingungen der Strecke angepasst. Der Fahrer hat alles getan, was von ihm erwartet wurde, um den Plan des Teams perfekt umzusetzen. Ein glänzendes Beispiel dafür, dass das hier ein echter Teamsport ist. Die Fahrer begeben sich nun für die Siegerehrung zum Podest. Ein echter Teamsieg. Ein großartiges Beispiel für eine gelungene Umsetzung. Glückwunsch an das Team von Mercedes, der heutige Sieger des Rennens. Werfen wir einen Blick auf die Fahrerrangliste. Dieses Resultat verringert den Abstand zwischen dem Führenden der Meisterschaft und dem Rest des Feldes. Kommen wir zum Fahrer des Tages, Stefan Römer. Wer ist dein Kandidat? Mein Fahrer des Tages ist Charles Leclerc. Er war heute nicht aufzuhalten auf der Strecke und hat seinen Konkurrenten mit Leichtigkeit auf die Plätze verwiesen. Sechster. Einen Blick auf die Situation in der Konstrukteursweltmeisterschaft zu werfen. Mercedes baut seine Führung weiter. Alles fürs Team. Eine Weile sah es eng zwischen Ihnen und Ihrem Rivalen aus, aber Sie haben sich durchgesetzt, nicht wahr? Sie übertreffen alle Erwartungen, die man an Sie gestellt hat. Kann Sie noch irgendetwas aufhalten? Alles fürs Team, alles fürs Team. Bin ich dunkel. Ja, damit müsst ihr leben. Ich habe keine Lust, das Licht anzumachen. Dann seht ihr, wie beschissen ich aussehe. Ja, da habe ich jetzt eigentlich mal ein bisschen aufgeholt. Interessant, ich bin wieder Richtung Anfänger gerutscht. Fantastischer Platz auf dem Podium. Gut gemacht. Und jetzt genauso weiter in der restlichen Saison. Naja, er ist ein Arschkeks einfach. Wie immer. So, wie viele Points haben wir? Was können wir noch machen? Ja, ich denke mal, wir tun hier nochmal Öldruck. Ich muss halt an das empfohlene Update denken. Frankreich! Ui, die Strecke sieht verwirrend aus. Jetzt kommt wahrscheinlich erst wieder ein Einladungsevent. Kein Einladungsevent. Könnte regnen. ja, das war's an dieser Stelle aber erstmal. Ich mache hier jetzt erstmal für heute Schluss. Vielleicht später nochmal gucken.
Für euch da draußen auf YouTube. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen freuen. Schaut auch gerne in meinen Streams rein. Folgt mir einfach auf Twitch. Dann seht ihr, wenn ich online bin, ich stream meistens spontan. Zurzeit versuche ich aber täglich wenigstens 2 Stunden oder so zu streamen. Würde mich freuen, wenn ihr mal reinschaut. Lasst auf jeden Fall ein Like da und wir sehen uns nächste Mal. Danke fürs Zuschauen. Adieu.